Bestimmt könnt ihr euch noch an den Anfang von Die dunkle Bedrohung erinnern. Wir sehen, wie die Jedi auf dem Druiden-Kontrollschiff ankommen und dann schnell von Kampfdruiden angegriffen werden. Mit denen haben sie kaum Probleme, doch dann treffen die Druidikas ein. Qui-Gon und Obi-Wan merken schnell, verdammt, die sind zu stark für uns und müssen fliehen. Um das zu tun, benutzen sie eine Fähigkeit, die es ihnen erlaubt, sich plötzlich viel schneller zu bewegen, als es Menschen eigentlich möglich ist. Machtgeschwindigkeit. Wow, das ist eine verdammt praktische Fähigkeit, die den Jedi in späteren Filmen und Serien bestimmt in Situationen, wo man schnell irgendwo verschwinden muss, zugutekommen wird. Ja, also die Fähigkeit wurde nie wieder benutzt. Und ich weiß jetzt schon, dass es mehrere Kommentare geben wird, die sagen werden, es ist doch klar, warum die Fähigkeit nie wieder benutzt wurde. Sie ist grundsätzlich zu stark und wurde aus diesem Grund mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt. Und wir wollten betonen, dass wir das sehr wohl wissen. Wir wissen, der wahre Behind-the-Scenes-Grund ist, dass diese Fähigkeit so stark ist, dass sie zum Handicap für Spannung wird. Man erzeugt als Drehbuchschreiber eine spannende, auswegslose Lage und merkt dann, Mist, die Jedi könnten ja einfach diesen machen und wären dann fein raus. Man kann es minimal vergleichen mit der Machtheilung in Star Wars 9. Plötzlich ist der Tod nicht mehr final. Das war er zwar in Star Wars sowieso nie, aber Machtheilung bringt es auf ein ganz neues Level. Deswegen, wie gesagt, uns ist klar, dass das der Grund ist. Trotzdem macht es uns Spaß, uns mit In-Universe-Gründen und Erklärungen für solche Patzer zu beschäftigen. Und genau das machen wir heute. Fangen wir mit den Basics an. Was ist Machtgeschwindigkeit denn eigentlich? Denn es ist nicht nur das. Es ist auch das und das. Und das. Machtgeschwindigkeit ist nämlich nicht nur die Fähigkeit, große Distanzen in einer sehr kurzen Zeit zu überwinden. Die offizielle Definition ist nämlich folgende. Die Machtgeschwindigkeit ist eine Fähigkeit, die eingesetzt wird, um eine größere Distanz in relativ niedriger Zeit zu überwinden oder im Kampf durch eine höhere Agilität die Deckung des Gegners zu umgehen. Die erhöhte Geschwindigkeit des Machtnutzers ermöglicht es ihm, die Welt und deren Geschehnisse in Zeitlupe wahrzunehmen und auch auf sie zu reagieren, sodass er Angriffen leichter ausweichen und eigene Angriffe schneller und präziser ausführen konnte. Grundsätzlich und ganz plump ausgedrückt bedeutet das nur, Sachen, die man normal macht, kann man plötzlich in schnell machen. Die Welt wird langsamer, während man selbst normal bleibt. Und dank dieser Definition wissen wir, Jedi und Sith benutzen diese Fähigkeit ständig. So schnell auf die Schläge des Gegners reagieren zu können, ist ja für jemanden mit normalen menschlichen Reflexen unmöglich. Wir können also schon mal festhalten, die grundsätzliche Fähigkeit Machtgeschwindigkeit wird in Star Wars sehr, sehr oft benutzt. In eigentlich jedem Kampf. Aber ihr seid natürlich hier, weil ihr wissen wollt, wieso dieser schnelle Geschwindigkeitsboost nach dieser einen Szene nie wieder benutzt wurde. In Universe gibt es dafür mehrere Erklärungen. Fangen wir mit dieser hier an. Wir zitieren einfach mal Luke Skywalker. Der Geschwindigkeitsschub, den ich erlebte, wurde zwar von mir initiiert, aber im Gegensatz zu anderen Machtkräften kann ich nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, die vollständige Kontrolle darüber zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ungeübte Anwender können die Fähigkeit sehr schlecht kontrollieren. Bei Qui-Gon und Obi-Wan war das nicht schlimm. Sie mussten ja nur durch einen breiten, leeren Gang rennen. Aber hätte Obi-Wan das zum Beispiel im Kampf gegen Maul versucht, um schneller durch das Lasertor zu kommen, hätte alles Mögliche passieren können. Vielleicht wäre er einfach mitten in Mauls Lichtschwert reingerannt. Vielleicht wäre er in den Reaktorschacht gerast, wer weiß. Eine weitere Erklärung ist, dass die Benutzung der Fähigkeit sehr viel Energie verbraucht. Der Anwender ist danach erstmal erschöpft und muss sich erholen. Deswegen wäre der Einsatz von Machtgeschwindigkeit zwar in vielen Kämpfen praktisch gewesen, aber nicht realistisch, wenn man nach dem Geschwindigkeitsschub noch weiterkämpfen müsste. Aus diesen beiden Gründen ist die Fähigkeit für die allermeisten Machtnutzer in den allermeisten Situationen ungeeignet. Aber ja, ihr dachtet vielleicht, das Video wäre schon vorbei, aber es gibt noch ein großes Aber. Denn wie so oft haben wir auch interessante Ausnahmen. Zum einen Mace Windu. In dem Legends-Cartoon The Clone Wars, nicht mit Star Wars The Clone Wars zu verwechseln, gibt es eine Szene, in der er viel zu OP eine ganze Druidenarmee auseinandernimmt. Irgendwann in diesem Kampf verliert er sein Lichtschwert und muss mit bloßen Händen gegen die Druiden kämpfen. Um das Überraschungsmoment beizubehalten, benutzt er Machtgeschwindigkeit. Eine Kombination aus den schnellen Schüben und gezieltem Nahkampf nahtlos miteinander verwoben, sodass er zu einer unaufhaltsamen Kampfmaschine wird. Um das zu können, muss man sehr fortgeschritten sein, in seinem Training und Studium der Macht. Wahrscheinlich hat es ihn aber trotzdem sehr erschöpft. By the way, wenn ihr den Roman zur Episode 3 gelesen habt, dann wisst ihr eventuell noch, dass Mace Windu diese Fähigkeit auch im Kampf gegen Palpatine einsetzt. Es wird beschrieben, dass er und auch Palpatine sich so schnell bewegten, dass der Kampf aussah wie ein Wirbelsturm aus roten und
und violetten Blitzen. Den Roman können wir sehr empfehlen. Wir haben ihn euch unten verlinkt. Die zweite Ausnahme der Limitation von Machtgeschwindigkeit ist Syndrellic, der Kampfmeister des Jedi-Tempels. Die Beschreibung seiner Fähigkeiten ähnelt dem, was Mace Windu eben gemacht hat. Er konnte sich im Kampf schneller bewegen, als es das Auge wahrnehmen kann, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen. Was sagt uns das? Grundsätzlich kann man zusammenfassend sagen, dass Machtgeschwindigkeit fast nie wieder benutzt wurde, weil 90% der Jedi die Fähigkeit kaum kontrollieren konnten, weshalb sie in vielen Situationen unbrauchbar war. Und die Anwendung kostet viel Energie, was in vielen Situationen auch nicht gerade hilfreich ist. Allerdings konnte man Machtgeschwindigkeit mit viel Training und vielleicht einer höheren Machtbegabung meistern und sie so in seinen Kampfstil integrieren. Und falls euch noch interessiert, wieso die alten Jedi deutlich stärker waren als die der Klonkriege, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.